So, somit zurück zur Stimme. Dann erledigen wir den Big Boss und übernehmen unser erstes Geschäft. Vollgas. Da wären auch noch böse Typen gewesen. Immer recht schön hupen, wenn man über die Kreuzung fährt bei Rot. Man muss sich ja auch bemerkbar machen. Da wären wir. Ach, da steht schon wieder so eine neue Karre. Da hat sich wohl eine neue besorgt. Du bist ein erfreulicher Anblick. Das sagt er immer. Rede mit der Stimme. Wenn du annimmst, werden alle verbliebenen Geschäftsziele entfernt. Ja, haben wir ja alle gemacht, ne? Marl hat sich drüben in Perlas Laden verschanzt. Hab gehört, er ist stinksauer. Die Fresse von dem Arschloch würde ich ja jetzt zu gern sehen. Nur, dass wir uns verstehen. Sobald ich da drin bin, mache ich jeden Motherfucker platt, der mir über den Weg läuft. Den Schwein weint keiner eine Träne nach. Tu, was du für das Beste hältst. Wir sehen uns, Lavon. So. Erledige Merle Jackson. Dann auf. Dann erledigen wir Merle Jackson. Übernehmen seine Geschäfte. Ich freue mich. Oh, wir haben schon wieder 3.300 Dollar einstecken. Müssen wir dann wieder schön in den Tresor packen. Vollgas. Aber wir müssen in die andere Richtung. Ich finde das voll cool. Ah, mach dich vom Acker. So, da ist unser Freund von der CIA. Entschuldigt mich, ich muss hier jemanden umbringen. So. Verbündete anrufen. Du kannst jetzt Verbündete mit Hilfe von... Ja, das wissen wir ja. Ich brauche doch niemanden anrufen. Wer will ich denn jetzt anrufen? Ich brauche keine Knarre. Die Waffe weg. Was habe ich denn da Knarren? Passt doch. Das reicht mir, um die Boys platt zu machen. Die sind immer so cool. Hä? Herrgott, schau dir die an. Kann immer noch nicht glauben, dass einer dieser schwarzen Penner die Eier hat und hier dort her ist. Tja. Ich dachte, nach Sammy hätten sie es kapiert. Die Ansässigen wollen bloß zeigen, dass sie angepisst sind. Außerdem sehe ich im Moment keinen von ihnen. Hab gehört, der Typ ist nicht zu was stoppen. Kostet's, wenn du ist dich auf mein Gesicht Dämon setzt, Kleine? Sowas. Du solltest aufhören, diesen Fusel zu saufen. Es gab noch nie einen Mann, den ich nicht hätte aufmischen können. Echt, findest du? Da ist unser Problem. Das Arschloch ist hier. Ich mach nur meinen Job. Zwei Schuss, zwei Treffer. Ich hab ihn voll erwischt. Geht mir aus dem Weg. Verteilt euch! Ich seh ihn! Siehst du ihn? Ja, komm mal die Tür rein. Bam! Der nächste, bitte. Hier waren wir doch schon in dem Club, oder nicht?
Verdammt, der ist weg! Findet ihn, Männer! Du bist hier irgendwo, ich weiß nicht. Hier bin ich. Geh in Deckung! Ich brauche ein neues Magazin! Ja, du brauchst vor allen Dingen mal Zielwasser, Freund. Alle platt machen. Das hat irgendwie Stil mit so einer Waffe im Anschlag. Ja, ja, ich komm doch. Bleib doch mal geschmeidig, Freunde. Der Papa ist doch da. Nö. Das Arschloch ist hier. Sagen sie. Oh, da kommt einer von hinten. Das ist für ein Arsch. Er geht nirgends. Alle Mann in Deckung. Schöner mit Schuss. Zuerst schießen lassen. Zack. Sonst doch jemand Probleme. Wo ist der Pisser? Ich bring meinen Arsch aus der Schusslinie. Die schnapp ich mir. Schöner Schuss. Diesen Motherfucker vom Hals. Er hat keine Kugel mehr. Oh. Doch, hat er. Oh. Oh, das war knapp. Sind hier keine auch Munition, Freunde. Ah, da hinten müssen wir hin. Wir finden dich, Schwanzlöcher. Boah, Alter, die Mucke geht mir ganz schön auf den Keks. Wo kommt die denn her? Wo sind die denn? Wo sitzen die Bastarde denn? Ah. Nein, was ist los? Voll in die Fresse, du Pisser! Reiß ich die Eingeweide raus! Komm mir in die Quere und du stirbst als Erster! Ich werd auf dein Grab pissen! Ja, wirst du. Ich lieg am Boden wie eine beschissene Flunkasse! Hohoho. Bring doch eine Tür auf eben. Da waren wir doch schon, das sind doch die. Ja, das waren doch die ganzen Sachen, die wir schon in der letzten, einer der letzten Folgen hatten. Keine Nutten mehr da. Aber es macht Spaß, Türen einzutreten. Ja. Wo ist denn Merle? Er muss da hinten sein. Hallo Merle. Um ein Geschäft zu übernehmen, schaltet seinen derzeitigen Boss aus. Rufe danach einen deiner Unterbosse an, damit er Verstärkung schickt, um das Geschäft zu sichern. Erledige Merle Trigger Jackson, um seinen Prostitutionsring zu sprengen. Erzähl es mir noch einmal. Wie konnte ein verdammter Nigger unbekümmert hier durchspazieren? Ja, das würdest du gern wissen, hä? Sag mal was. Da! So, machen wir mal platt. Und was willst du machen, Nigger? Das. Oh.
ganz böse. Ganz böse Nummer. So, Perlas Nachtclub, Geschäftszuweisung. Einkommensplus. Boah, wir verdienen 30.000. Boah, guck mal, wir können bis auf 420.000. Telefonvermittlung. Bist du sicher, das ist es hier? Diese Redneck-Penner sind raus aus Perlas Laden. Sag deinen Leuten, sie sollen ihn sichern. So, sehr schön. Es scheint wohl so, als wäre das jetzt unser Laden. 1966, nach dem College, fing ich beim FBI an. Chicago war meine erste Station, aber 68 ging es dann Richtung Süden. Ich war dort bis 1986, da wurde ich befördert. Ich wurde stellvertretender Leiter der Abteilung für organisiertes Verbrechen und blieb beim FBI bis 99. Es gibt so viele Geschichten über Cassandra. Wurde als Kind gekidnappt, getötet und von einem Voodoo-Priester wiedererweckt. Oder hier, ihre Schwester wurde vergewaltigt und getötet. Sie erschoss ihren Vater und warf seine Leiche ins Moor. Man weiß nicht, was davon stimmt und was nicht. Ja, man weiß nie, was stimmt und was nicht. So. Das heißt, wir haben unseren ersten Laden. Aber was ich gerne noch machen würde, liebe Leute. Nicht Steuerung. Da will ich doch gar nicht hin. Fahren. Menüs. Ich möchte eigentlich gerne die Untertitel ausschalten. Weil ich gemerkt habe, dass es doch mit Untertitel genauso gut ist. Kann ich das jetzt nicht mehr? Doch, muss ich doch irgendwo gehen, oder? So, wir haben Cassandra. Können wir uns ihren Lebenslauf ansehen. Sehr cool. Kann ich denn hier bei Optionen nichts mehr umstellen? Das kann doch nicht sein. Steuerungseinstellung? Nö. Ach doch, hier natürlich. Oh, das muss man erstmal verstehen. Audio, hier, so, jetzt. Ja, das passt alles. Lautstärke, Musik können wir ein bisschen runterdrehen. Anzeige. Nö, also, was ist denn das jetzt? Spieleinstellung. Untertitel aus. Genau, das wollte ich machen. Das Haus hat unter Wasser ein Schwarzer wird verhaftet, weil er ein bisschen Gras geraucht hat. Dann wird aufgrund falscher Anschuldigungen für Jahre weggesperrt. Aber wenn ein Weißer. Cool, jetzt ist der Laden unser. Was passiert dann? Überhaupt nichts. Das Seltsamste, was. Screaming Zemi. Nutze das Screaming Zemi, um eine Gruppe Gegner zu ihrer Position zu locken. Die ersten paar gehen aufs Haus. Nachschub bei Hillsgab sofort beim Waffenhändler. Okay. Ja, da kann man wechseln, das weiß ich. So, cool, mal die Band fotografiert. Oder die Kohle. Letzte Woche hat ein kleines Mädchen geboren. Gott sei Dank, ich weiß nicht, was in dieser Gegend schon ist, wenn sie die Kopf nicht blicken lassen. Ist jetzt unser Schuppen. Wie geil. Jetzt läuft hier auch ordentliche Musik. Yeah, schön zum Schunkeln und zum Fummeln. Ich hab keine Vorurteile. Hab ihr nur gesagt, ich fühle mich hier nicht willkommen. Ich weiß nicht, Bruder. Einerseits ist sie die schönste schwarze Frau, die ich je gesehen habe. Coole Sache. Andererseits kommt sie. Warte auf Donovan. Elvis Presley hört. Das ist einfach nicht fair. Elvis Presley. Vom Allerfeinsten. Ist tot. Endlich mal
Da liegt Kohle. Alles meine Kohle. Cool, wo geht's denn da lang? Da waren wir noch nicht. Da ist die schusssichere Weste. Na cool. Was liegt hier noch rum? Ah, eine Notiz. Wir kommen hier nur raus, wenn wir Mädels zusammenhalten. Haltet durch, wir werden bald schon wieder zu Hause sein. Ah ja, okay. Hoppla. Ha, Kohle auf dem Scheißhaus. Da, wo man es nicht ahnt. Mach mal auf hier. Mach mal auf hier. Ey, da liegt doch was. Ich seh's doch, oder? Wer hustet denn hier rum? Okay. Das heißt, wir müssen jetzt auf Donovan warten. Na? Was willst du uns? Ja! Wie er schreit. Okay. Jetzt wissen wir natürlich schon wieder nicht, wo wir gepackt haben, ne? Weil wir immer auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite rausgehen. Boah, krass. Da liegt schon wieder irgendwo Schrott rum. Genau hier. Ach, sag mal, Leute, wo habe ich denn jetzt meine Karre wieder geparkt? Jetzt sind wir auf dem Dach. Zack. Jetzt finde ich meine Karre schon wieder nicht. Das ist doch nicht normal. Okay. Oh, hier können wir einen Laden hochnehmen. Das machen wir noch in der Folge. Und die Kasse leer gemacht. Natürlich würde ich gern da draußen singen, schreien und protestieren. Komm her. Aber wenn ich auf nur noch einem weiteren Zeitungsfoto erscheine, verliere ich meinen Job. Genau, geh mal raus. Geh raus. Du bist ein Guter. Er reist seit 5 Jahren nebenbei andere Frauen auf. Wir haben ihn doch gerade erst gestern Abend draußen gesehen, mit einem Mädchen, das jung genug war, um seine Tochter zu sein. Das ist in jeder Beziehung falsch, wenn du mich fragst. So, haben wir den Laden auch rausgeräumt? Wie geht's? Mir gefällt ja einiges von dem, was diese Frauenrechtlerinnen sagen. Born to be wild vom Allerfeinsten. Kannst du dich nicht entschuldigen? So, liebe Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge. Dann geht's weiter. Bis dahin. Ciao, ciao. Kapieren das einfach nicht. Das hier ist der Süden. Hier muss man ein paar Sachen anders